Ich wurde von Indianern entführt und wie Ware weiterverkauft. Mein Name ist Olive Oatman und ich möchte euch meine außergewöhnliche Geschichte erzählen. Aber lasst uns von Anfang an beginnen. Ich erblickte das Licht der Welt am 5. September 1837, als zweites von 7 Kindern in meiner Familie. Unsere Eltern, Royce und Mary Ann Oatman, hatten sich entschlossen, das stabile Leben in Illinois hinter sich zu lassen und im Westen ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die frühen Jahre meiner Kindheit waren von der Pioniermentalität geprägt, die den Westen Amerikas kennzeichnete. Wir wuchsen auf einer Farm auf und lernten die Kunst des Überlebens in der rauen Wildnis. Doch unsere elterlichen Träume von einem besseren Leben in Kalifornien sollten sich in einen Albtraum verwandeln. Die entscheidende Wende kam im Jahr 1851, als wir uns als Familie entschieden, uns dem Trek nach Kalifornien anzuschließen. Wir wurden von dem Verlangen nach einem verbesserten Lebensstandard und der Aussicht auf bessere Chancen geleitet. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Mitten in der Wüste von Arizona, einem Ort, der sich als weitaus tödlicher herausstellte, als wir es je erwartet hatten, fanden wir uns plötzlich von Yavapai-Apachen umzingelt. Die Attacke war brutal. Meine Eltern und Geschwister wurden vor meinen Augen getötet. Und ich sowie meine jüngere Schwester wurden als Gefangene mitgenommen. Ein schreckliches Ende unserer Suche nach einem besseren Leben. Unser Leben veränderte sich für immer. Die Apachen, gezeichnet von ihrem kulturellen Erbe und getrieben von unbekannten Motiven, entschieden sich, mein Schicksal zu gestalten. Meine Haut wurde gezeichnet, mit blauen Linien, die mir eine neue Identität gaben. Ich wurde eine von ihnen, ein Mitglied des Yavapai-Stammes. Die Anpassung an meine neue Realität war nicht nur physisch, sondern auch emotional eine Qual. Jahre vergingen und meine Reise durch die unerbittliche Wüste wurde zu einem täglichen Kampf ums Überleben. Doch das Schicksal sollte erneut zuschlagen. Yavapai-Häuptling Espanezai entschied, mich und meine Schwester an eine Gruppe der Mojave zu verkaufen. Ein weiteres indigenes Volk mit eigenen Bräuchen und Traditionen. Unsere Reise führte uns über endlose Wüsten und gefährliche Flüsse und jede Etappe war von Unsicherheit und Hoffnung geprägt. Bei den Mojave fand ich eine neue Heimat, eine Gemeinschaft, die mich akzeptierte und eine Kultur, die mir eine neue Identität verlieh. Trotz der Entbehrungen lernte ich ihre Sprache, ihre Bräuche und ihre Art zu überleben anders als meine Schwester, die an den Folgen der Entbehrungen starb. Die Sehnsucht nach meiner ursprünglichen Familie und meiner verlorenen Heimat begleitete mich jedoch stets. Jahre später, nach unzähligen Bemühungen und Verhandlungen, gelang es mir schließlich, meine Freiheit zurückzuerlangen. Nachdem in der Region bekannt wurde, dass unter den Indianern eine weiße Frau lebte, setzte das Militär alles daran, meine Freilassung zu fordern. Nach längeren Verhandlungen wurde ich schließlich am 28. Februar 1856 im Tausch gegen Decken und Pferden freigelassen. Der Moment der Freilassung war ein Zwiespalt von Emotionen. Die Erleichterung, die Freiheit, aber auch das Bedauern, die Mojave zu verlassen, die zu einer zweiten Familie für mich geworden waren. Mein Weg führte mich zurück in die sogenannte zivilisierte Gesellschaft. Aber ich trug die Erfahrungen und die Prägung der Mojave tief in meinem Inneren. Mein Schicksal wurde zu einem Medienereignis, und die Menschen waren fasziniert von der weißen Indianerin, die zwischen zwei Welten wandelte. Mein Leben nach der Gefangenschaft war geprägt von Widersprüchen, der Anpassung an eine Gesellschaft, die sich in den Jahren meiner Abwesenheit verändert hatte. Ich heiratete den Viehzüchter John Fairchild und versuchte, ein normales Leben zu führen. Doch die Narben meiner Vergangenheit blieben unauslöschlich. Die Geschichte von Olive Oatman ist ein fesselndes Kapitel im Wilden Westen, voller Entbehrungen, Überlebenskampf und der Suche nach Identität. Mein Weg führte mich durch Wüsten und über Flüsse, von einem Stamm zum nächsten, und hinterließ Spuren, die die Geschichte des Westens für immer prägten. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und folgt mir, um keine neuen Geschichten zu verpassen. Schreibt eure Meinung zu meiner Geschichte in die Kommentare. Und wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr als nächstes sehen wollt, lasst es mich wissen. Danke fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.